Hallo zu unserem neuen Vlog. Letzte Woche gab es Hammer-News zum Glasfaserausbau und eine ganze Menge anderer Themen. Diese Woche gibt es etwas weniger zu berichten, aber vor einigen Tagen fand die letzte Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause statt. Darin wurde unter anderem die Forsteinrichtung beschlossen. In der Forsteinrichtung wird zum Beispiel festgelegt, welche Bäume in den nächsten Jahren in den Wäldern gepflanzt werden sollen. Darüber wurde im Vorfeld in einer Ausschusssitzung beraten und es fand eine Waldbegehung statt. Ebenfalls im Ausschuss beraten wurde über einen neuen Photovoltaikpark. Steht außer Frage, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen müssen. Wir gehen hierbei schon seit einiger Zeit mit gutem Beispiel voran. Etwa durch den Solarpark am See, die Photovoltaikförderung oder Photovoltaik auf unseren Gebäuden. An der A45 soll ein weiterer PV-Park entstehen. Die Parlamentarier stimmten einstimmig dafür, eine Absichtserklärung mit der OVAG und der Firma Anuma abzuschließen. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch für unsere Gemeindekasse. Zum Abschluss der Sitzung wurden noch Grundstücksverkäufe im nicht öffentlichen Teil beschlossen. Über Details dazu werden wir euch noch informieren. Der Honorarkonsul der Slowakei, Imrich Donat, besuchte vor einigen Tagen die Singberg-Schule. Anlass war die Präsentation eines Schulprojektes zur Wahrnehmung Osteuropas bei jungen Menschen. Im Rahmen des Besuchs hat er sich in unser goldenes Buch eingetragen. Die Ferien haben inzwischen begonnen und auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Angebote der Jugendpflege. Darüber hinaus fährt auch wieder der Schwimmbadbus immer dienstags und donnerstags in das Usa-Wellenbad nach Bad Nauheim. Der Bus fährt ab 13.30 Uhr über alle Ortsteile nach Bad Nauheim und von dort aus um 17.20 Uhr wieder zurück nach Wölversheim. Man kann die kostenlose Busfahrt auch für einen Besuch in der Stadt oder Ähnliches nutzen. Und nicht nur Schülerinnen und Schüler dürfen mitfahren. Am vergangenen Wochenende fand auf dem Berstädter Tanzhof das Dorffest statt. Es war wieder ein schönes Fest mit vielen Besuchern und Live-Musik. Als eine der nächsten großen Veranstaltungen findet unser Gemeindejubiläum am See statt. Am Tag des Ehrenamtes gibt es wieder ein großes Frühstück mit den Landfrauen. Tickets dafür sind ab sofort über das Bürgerbüro und online erhältlich. Das Kontingent ist begrenzt, also sichert euch jetzt Tickets. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die zu diesem Jubiläum beitragen. Das Programm wird im Rahmen des Förderprogramms Ins Freie 2 durch das Land Hessen gefördert. Die Traditionsbäckerei Hinnerbäcker, die OVAG und die Sparkasse Oberhessen sind unsere Hauptsponsoren. Darüber hinaus unterstützen lokale Sponsoren wie die Firma Knaub, die Lindenapotheke, die Firma Easterling, die Autohäuser Klee und Lisson, die Firma Getränkeschmidt, der Ingenieurarbeitskreis Stefan von Jürgen Wolf, Meisterwerk Augenoptik, ABC Rainer Lind und EPS das Programm. Nicht vergessen darf man natürlich die vielen Ehrenamtlichen, die zum Programm beitragen. Sichert euch jetzt Tickets für die Veranstaltung. Vergesst auch wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Vorgeschmack auf das Kapitol Sinfonieorchester Offenbach. Tschüss, macht's gut.